heute eine Stimme spezial quasi mit einer etwas anderen Konstellation als sonst. Jan sitzt nämlich zwar auf dem Sofa, aber ohne Gast. Vertauschte Rollen. Wir wollen nämlich heute drüber sprechen, was bisher gelaufen ist. Wir haben, glaube ich, 15, 16 Videos gedreht bisher. Ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage es noch bis zur Wahl sind, so um die 50, glaube ich. Und tatsächlich wollten wir mal drüber sprechen, wie das bisher gelaufen ist. Und tatsächlich würde ich mal gerne wissen, was hat dich am meisten überrascht bei den Sachen? Ich hätte immer gedacht, da sagt jeder ja und macht auf der Stelle mit, wenn wir fragen. Wir wollen gar nicht wissen, welche Partei du wählst, ist alles dein Privatthema. Ich will ja nicht mal wissen, ob du wählen gehst. Interessieren würde mich einfach nur, welche Themen dich als Teilnehmer, als Gast von einer Stimme interessieren. Und dass viele dann trotzdem sagen, nee, zu Politik insgesamt möchte ich überhaupt nichts sagen. Das hat mich ein bisschen verwundert im Vorfeld. Aber dann haben doch viele sozusagen nicht über Parteipolitik geredet, aber doch ganz engagiert über politische Themen geredet. Das Wort Politik alleine scheint Unbehagen auszulösen. Politik macht erstmal Unbehagen und macht auch Türen zu. Ich glaube, das ist so ein kleines Zwischenfazit, das wir ziehen können. Aber immer dann, wenn es persönlich wurde und wenn unsere Gäste davon erzählt haben, was sie selber sozusagen an Lebenserfahrung mitbringen, dann wird es interessant. Wie bei Weekend zum Beispiel, gutes Beispiel. Der sagt im Interview, hat er uns erzählt, dass das Betreuungsgeld für ihn tatsächlich ein Riesenthema ist. Er arbeitet ja als Sozialarbeiter und hat uns dann in dem Interview hier erzählt, Betreuungsgeld, echtes Problem im täglichen Leben. Ich würde diese Regelung abschaffen. Erstens, das heißt Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld, ne? Für die Kinder, die nicht in die Kita gehen. Das ist halt was, wo wir halt richtig dran zu knacken haben. So, du gehst zu den Familien und sagst, ey, jetzt schick das Kind in die Kita. Mach es irgendwie, damit das Kind irgendwas tut. Und dann gibt es diese Herdprämie. Dann stehen wir da und dann geben die denen Geld dafür, dass sie es nicht tun. Ja. Also das ist halt einfach so großer Quatsch. So, das schadet halt den Kindern. So, die kommen in die Schule und teilweise werden ja Kinder, so, die lernen wirklich Deutsch im Kindergarten. Sollen die Deutsch in der ersten Klasse lernen? Also nee. Das bringt nichts. Also Betreuungsgeld bleibt. Nee, ganz großer Mist. Es war ja auch eines der Ziele von der ganzen Aktion, schon eine Debatte aufgelöst. Also sozusagen in den Kommentaren, wo Zuschauer geschrieben haben, die ihm zugestimmt haben, die aber auch relativ differenziert eigentlich über das Thema gesprochen haben. Ich finde das absolut positiv überraschend, weil gerade wenn man so in der traditionellen Berichterstattung sich durchliest, was über Kommentare online allgemein geschrieben wird, scheint es so zu sein, als ob das nur ein großer Pöbelspielplatz ist, in dem mit Sandbackförmchen einander auf den Kopf gehauen wird. Ist aber überhaupt nicht so. Also die Debatte, die ich da gesehen habe, absolut konstruktiv. Und es gibt gute Gründe, das gut zu finden. Es gibt gute Gründe, das schlecht zu finden. Und da findet schon so ein Austausch statt. So ein Grundthema, das immer wieder auftaucht in verschiedensten Formen, ist so die Frage danach, was ist gerecht? Wie kann man mitgestalten? Und wie repräsentiert fühle ich mich von dem, was Politik macht? Mich hat tatsächlich überrascht, dass das ganze Thema Internet fast keine Rolle spielt, weil man könnte ja sagen, wenn man sozusagen sich in einem Bereich bewegt, also von YouTube und Facebook und Twitter und dem ganzen Kram und alle Leute sich ja auch da kommunikativ bewegen, dass fast keiner das irgendwie als Problem thematisiert hat. Das ist ja tatsächlich ganz interessant, dass auf der einen Seite wir uns fragen, warum spielt das so wenig eine Rolle? Und in diesem kleinen Kreis von Leuten, die sich viel mit Netzneutralität, mit Online-Themen beschäftigen, ist das ein Riesenthema? Vielleicht ist die Frage, aber ist das wirklich so ein Riesenthema? Oder sagen viele, die auf YouTube, Twitter und sonst wo unterwegs sind, naja, also eh klar, dass das ganze Zeug alles überwacht, mitgelesen und abgehört werden kann. Hat sich für dich was geändert? Du hast ja viel mit politischen Profis dann auch zu tun. Hat sich jetzt in deiner Haltung, also in deiner eigenen politischen Sicht jetzt auf die Wahl oder sowas, durch diese Gespräche was geändert? Na, was ich so grundsätzlich total spannend finde an dem Projekt Eine Stimme und an dem, was wir hier probieren, ist ja, dass jeder tatsächlich genau diese eine Stimme hat. Also sei es politischer Profi, sei es jemand, der hier mit den größten Floskeln um sich schmeißen kann oder sei es jemand, der sich eigentlich überhaupt nicht um Politik kümmert. Alle haben sie eine Stimme und alle können die eine Stimme auf jede Art, die sie möchten, nutzen. Und ich glaube, der Respekt dafür, genau das zu tun, also seine Stimme zu nehmen, sich selber ernst zu nehmen mit dieser Stimme und dann damit letztlich das zu machen, was man für richtig hält, der ist durch diese Interviews, die wir geführt haben, bei mir auf jeden Fall gewachsen. Und was für mich echt erholsam ist, ist ein Schritt zurückzugehen, weg von diesen ganzen Wahlkampffloskeln, die dann immer kommen. Also alle Politiker befinden sich gerade mit Scheuklappen auf diesem Endspurt in Richtung Wahlkampf.
und versuchen, das Maximum an Stimmen rauszuholen. Und es ist schön, dass wir hier Gespräche führen können, die sich dann tatsächlich um bestimmte Themen drehen und nicht nur um heiße Wahlkampfluft. Schön. Dann danke. Danke an euch und alle, die mitgemacht haben. Wir machen weiter bis zur Wahl und sicher auch darüber hinaus. Und wirklich danke an alle, die den Kanal abonniert haben, die schreiben und die tatsächlich sich an der Diskussion beteiligen. Abonniert den Kanal, kommentiert. Das ist toll, was bisher gelaufen ist. Danke, auch von meiner Seite.